Ich bin Katja Thekla und mein Ziel ist, den Marathon unter 2 Stunden 50 zu laufen. Ich habe lange, glaube ich, nach meinem Platz im Leben irgendwo gesucht oder Bestimmung vielleicht. Sehr viel ausprobiert und gerade im Laufen habe ich irgendwie ja, diesen Platz, glaube ich, gefunden. Und habe das Gefühl, da angekommen zu sein und gerade auch von der Community gesehen zu werden. Ich glaube halt, dass viele Grenzen, die wir uns setzen, nur im Kopf stattfinden oder in erster Linie im Kopf stattfinden und dass wir die verschieben können bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, dass mich die Crew auch einfach dazu animiert hat, überhaupt über so große Ziele nachzudenken. Und man zieht sich eben auch gegenseitig zu wahnsinnigen Leistungen. Das hatte ich vorher noch nicht so erlebt. Diese krasse Unterstützung einfach. Ich habe immer lange gegen meinen Körper gekämpft, anstatt mit ihm zu arbeiten. Und gerade der Laufsport hat mich einfach gelehrt, dass das so nicht funktioniert, sondern dass man gut mit seinem Körper umgehen muss, um eben bestimmte Ziele zu erreichen. So ein externes Ziel ist halt super wichtig, um auch einfach sein ganzes Training darauf auszurichten, jetzt diese 2 Stunden 50 beispielsweise. Aber das, was mich eigentlich glücklich macht und was mir Freude bereitet, ist eigentlich die Vorbereitung dahin. Und das hätte ich halt früher auch niemals gedacht, dass halt wirklich die Vorbereitung an sich mir so unglaublich Spaß macht und ich da so viel Kraft draus ziehe, wo viele immer sagen, boah, es muss doch so anstrengend sein und du gibst dafür so viel auf und so. Nein, ich ziehe daraus Kraft. Ich merke, dass es das ist, was mich antreibt und was mich glücklich macht. Mein Coach sagt halt auch immer so schön, dass der Marathon oder der Wettkampf an sich einfach nur noch die Belohnung ist, die man sich abholt für das harte Training, was man gemacht hat. Und ich finde das eigentlich eine schöne Herangehensweise. Dieses Gefühl habe ich auch, wenn ich an der Startlinie stehe. Also ich bin den ganzen Tag davor mega aufgeregt. Aber wenn ich dann da stehe und der Countdown wird runtergezählt, alle Emotionen fallen einfach so ein bisschen so von einem ab. Man wird ganz ruhig. Dann denke ich so, okay, jetzt geht's endlich los. Und jetzt darf ich zeigen, was in mir steckt.